Hier ist Roswitha Ude aus Berlin und heute erkläre ich dir, wie du mit Windows ohne zusätzliche Software gepackte Dateien entpacken kannst. Bleib dran! Hier möchte ich dir zwei Möglichkeiten zeigen, wie du ohne ein Komprimierungsprogramm alleine mit Windows Dateien entpacken kannst. Ich habe mir diese Datei WordPress, das ist ein ZIP-Ordner, heruntergeladen und bevor ich mein WordPress installieren kann, werde ich das jetzt erst noch entpacken und ich zeige dir jetzt, wie ich das mache. Die erste Variante ist, ich nehme einfach diesen Ordner, klicke hier vorne auf den kleinen Pfeil und dann wird mir hier die Datei angezeigt, die hier steht. So, da klicke ich drauf und dann wird der Inhalt dieses gepackten Ordners angezeigt. Dann nehme ich einfach den Ordner und schiebe ihn in mein Verzeichnis rein, wo ich es hinhaben möchte. Das Entpacken dauert jetzt einen Moment, das kann ich aber abkürzen, machen wir so lange eine Pause. So, nun ist es gleich fertig. Und jetzt siehst du, hier ist in meinem Ordner Entpacken, wo vorher nur die ZIP-Datei drin war, ist jetzt auch der Ordner, der in dieser ZIP-Datei drin gewesen ist. Da klicke ich jetzt mal drauf und da ist der ganze Inhalt, den ich für die WordPress-Installation brauche. Das war die Variante 1. Und nun zeige ich dir noch, wie es noch anders geht, aber auch mit Windows. Dazu lösche ich jetzt erst nochmal das Entpackte, weil das brauche ich ja nicht doppelt. So, und jetzt gehe ich nicht hier drauf, sondern direkt hier im Ordner. Klicke mit der rechten Maustaste drauf, dann öffnet sich das sogenannte Kontextmenü und da gehe ich auf Alle extrahieren. Und nun wird mir angeboten, in welchen Ordner dieser Inhalt hineinkopiert werden soll, entpackt. Das kann man hier noch ändern, aber ich möchte es ja, dass er in meinem Ordner entpacken bleibt, also lasse ich das so. Und ich möchte, dass er anschließend gezeigt wird, deswegen lasse ich hier den Haken drin. Und dann klicke ich auf Extrahieren. Der Vorgang ist derselbe. Wieder abkürzen. Und nun ist es schon wieder fertig. So, und jetzt zeigt er mir, dass er diesen WordPress-Ordner entpackt hat. So, und da ist der Inhalt. Hier ist in dem Ordner, wo er hin sollte. Und das waren die beiden Möglichkeiten, wo du vollkommen ohne anderes Programm alleine mit Windows-Bordmitteln deine gezippten Dateien entpacken kannst. Da ich ja nun den gepackten Ordner nicht mehr brauche, kann ich den löschen. Das mache ich wieder mit der rechten Maustaste und gehe auf Löschen. Und dann ist er schon gelöscht. Sollte es tatsächlich so sein, dass man versehentlich was löscht, dann kann man das immer aus dem Papierkorb wieder herausholen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir dein Däumchen nach oben, empfehle meinen Kanal weiter, abonniere ihn, damit du kein Video mehr verpasst. Hier war Roswitha Ude aus Berlin.